Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute schieße ich mal einen Halbautomaten ein. Da habe ich ja das Glas drauf gebaut, das habe ich im anderen Video gezeigt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ich hatte ja schon mal ein anderes Video gemacht, wie ich einen Repetierer einschieße. Und ich will heute zeigen, wie ich das mit einem Halbautomaten mache. Es geht genauso einfach. Und ich brauche quasi ein Zweibein, wo ich den raufstelle, oder einen Rucksack, je nachdem. Ich brauche hinten eine Auflage, die ich noch ein bisschen höher machen muss. Da nehme ich nachher einfach so ein Teil, was ich drunter stelle. Und ich habe mein Zielfernrohr drauf und ich habe vorne auf 100 Meter eine Scheibe. Und da muss ich dann vorlaufen oder kann von hier mit einem Spektiv durchgucken. Die Vorgehensweise ist ganz einfach. Ich werde jetzt hier das Unterteil abnehmen, sodass ich durch den Lauf gucken kann. Also den Lower werde ich hier runternehmen. Dann habe ich hinten auch den Schaft nicht mehr. Dann stelle ich den Upper direkt auf irgendeine Unterlage, sodass der Lauf genau in Richtung Ziel guckt. Und dann werde ich hier meinen Zielpunkt einschalten oder mein Fadenkreuz nehmen und einfach über die beiden Türme das Fadenkreuz so verstellen, dass der Lauf und das Fadenkreuz übereinstimmen. Das ist das Erste, was ich jetzt machen werde. So, jetzt nehme ich den Lower ab. Und jetzt kann ich das Ganze so aufbauen, dass ich direkt... So, das ist relativ stabil. Und jetzt gucke ich direkt auf das Ziel. So, ich habe ziemlich genau das Ziel im Bild. Ich werde das Ganze mal versuchen, so ein bisschen zu filmen. Ja, jetzt habe ich das bestimmt wieder verschoben. Ja, vielleicht sieht man so ein bisschen. Ich nehme mal die Kamera und filme das mal. Also, wie ihr sehen könnt, seht ihr da hinten das Ziel. Wenn man direkt durchguckt durch den Lauf, dann sieht man es deutlicher. Dann ist das nicht so klein. Na, ich müsste jetzt den Lauf vielleicht noch ein klein bisschen höher drehen. Muss ich jetzt noch mal per Auge nachsehen. Aber das ist das Prinzip. Ihr seht, hier vorne ist die Waffe. Na, wenn ich die wieder scharf stelle, seht ihr den Lauf innen. Und wenn ich jetzt zum Ziel scharf stelle, seht ihr da hinten das Ziel irgendwie so ein bisschen scharf. So, jetzt gucken wir durch das Zielfernrohr. Das ist natürlich mit der Kamera jetzt nicht so einfach machbar. Und jetzt werden wir an den Türmen drehen. Ich drehe jetzt mal an dem Turm, vielleicht seht ihr was, und zwar an dem oberen Turm. Dann müsste das Bild, das Ziel hinten hoch und runter gehen. Seht ihr das? Und jetzt könnt ihr den Mittelpunkt genau dahin stellen. Jetzt nehme ich mal den seitlichen Turm. Ja, wo der hingehört. Das heißt, ihr müsst den Leuchtpunkt jetzt genau auf die Zielmitte ausrichten. Also erst den Lauf und dann den Leuchtpunkt. So, jetzt habe ich das Zielfernrohr genau eingestellt auf den Lauf. Jetzt kann ich das Ganze wieder zusammenbauen, meine Konstruktion hier abbauen. Jetzt habe ich alles wieder zusammengebaut. Ist natürlich nichts drin. Und jetzt kann ich gucken, wo die ganze Ladung hinschießt. Und das werde ich jetzt machen. So, die erste Gruppe ist geschossen. Wir gucken jetzt mal, wo sie hingegangen ist und gehen mal nach vorne. Ha, hier hingezielt, da hingetroffen. Das heißt, die drei Schüsse sind auf jeden Fall auf der Scheibe. Sie sind jetzt auch mit der kleinen Vergrößerung erstmal in dieser Gruppe, Hauptsache, zu sehen. Ich verstelle jetzt also dieses Stück. Das heißt, ich muss weiter nach rechts. Das sind ungefähr 20 cm. 20 cm und das sind ungefähr 25, 30 cm hier. Ich weiß jetzt nicht, was die Scheibe hat. Spielt auch keine Rolle. Ich stelle das mit dem Zielfernrohr ein. Ich stelle das Zielfernrohr jetzt genau auf die Mitte. Und dann drehe ich es dahin, wo ich hingetroffen habe. Das ganze Problem dabei ist, man muss das Ganze so festlegen, dass sich das Gewehr nicht bewegt, großartig. Sonst kann ich den Turm nicht verstellen. Ich habe das nur ungefähr gemacht, reicht. Jetzt mache ich die Probeschüsse.
So, jetzt gucken wir uns mal die Einschläge an. So, ich habe das Zielfernrohr jetzt verstellt und man sieht hier eine schöne Fünfergruppe auf die Schnelle mit einem Ausreißer. Ja, das war jetzt das Einschießen des Zielfernrohres. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 mal die 10, einmal die 9, einen Ausreißer. Das ist für eine uneingeschossene Waffe. Der Lauf hat erst 40 Schuss runter jetzt. Und für das Einschießen des ZFs vollkommen in Ordnung. Der nächste Schritt ist jetzt, eine Munition dafür zu entwickeln, die genau zu dieser Waffe passt, zu diesem Lauf passt. Und mal gucken, welche Streukreise dann möglich sind auf 300, 600 und vielleicht noch weiter. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder. Falls das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.